Oder die kommen da hinten bei der Tür. Heb mich auf, schnell. Zack, 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 zack. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das willst du aber wissen. Ey, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zum Dank dafür hat er dich verkifft. Ja. Ich hab jetzt halt, ich hab jemanden kennengelernt und der stresst jetzt komplett rum. So nach dem Motto, zieh mal her zu mir. Ja, weißt du, ich meine, das ist ja sowieso noch absolute Zukunftsmusik, ja? Mhm. Und ich hab halt gesagt, vor Januar 2022 kann ich eh gar nichts machen, weil so lange geht meine Weiterbildung. Mhm. Und ich arbeite halt in einem Internat, ja. Warte. Ich arbeite in einem Internat für behinderte Menschen. Mhm. Und da geht's mir eigentlich ganz gut. Das mache ich erst seit 3 Monaten. Mhm. Und er arbeitet bei der Deutschen Post. Und ich denke so, ja, die Deutsche Post, die gibt's ja überall, ne? Ja. Aber eben. Er meint jetzt, was ist los? Warum brauch stehst du da? Gegen Giftspritze. Achso. Niki, bestimmt, ich hab... Ja, ich hab keine. Gehen wir rüber zum anderen Pass. Danke. Oder wollen wir den fetten machen? Wir können den dicken machen. Na gut, dann müssen wir zur Moorbatterie. Ja. Wir können beide machen, hallo, ich hab mich auch gleich. Das stimmt. Naja, Deutsche Post, okay. Ja. Und er meint halt, Versetzung ist da total schwer. Vergleicht halt mit einem Arbeitskollegen von ihm, der erst beim zweiten Kind versetzt wurde und. Aha. Er ist bloß zu faul umzuziehen wahrscheinlich. Ja. Und ich sag halt, ich habe vor 3 Jahren habe ich ein Haus gekauft, was damals einen Wert von 500.000 hatte, und mit dem Umbau, wenn das irgendwann mal fertig ist, ist das 1 Million wert. So. Und ich verschulde mich doch nicht. Ich könnte ohne diese finanzielle Unterstützung von meiner Mutter, wüsste ich jetzt gerade aktuell gar nicht, was ich machen soll. Mein Bruder hat ja vor ein paar Monaten auch eine Krebsdiagnose bekommen. Ja, ganz klar. Meine Mutter hatte schon Krebs und ich bin jedes Mal bin ich weggezogen und bin wiedergekommen und die haben mich immer wieder aufgenommen. Und ich will die halt einfach nicht nochmal irgendwie verletzen, ja. Und ich bin immer für irgendjemand umgezogen und wurde immer enttäuscht. Ja, und vor allem hast du jetzt auch dein eigenes Haus, also von daher. Ja. Ja, er hat auch ein Haus gekauft. Aber halt ein kleines, so eine Haushälfte. Ach so. Und ich war ja bei ihm. Hier ist der Boss. Ich gehe rein, ja? Ja, okay. Ich mach den, es ist weiß. Und es ist halt auch ein bisschen kompliziert aufgebaut. Unten hat er der Eingangsbereich, Gäste-WC, dann zu seiner Terrasse geht's dann. Dann 2. Stock ist Schlafzimmer und Bad und dann geht's im 3. Stock für Wohnzimmer, Küche. Also ich finde, für mich ist das absolut Horror. Ich hasse Treppen. Ja. Also wir haben zwar auch eine Treppe vom ersten OK ins Dach OK. Aber, also ins Dachgeschoss. Und das ist aber okay, mehr Treppen muss ich echt nicht haben. Ja. Jetzt habe ich mir natürlich einen Balken weggebrannt. Soll ich banishen? Na klar. Ja. Kriegst ja deinen Balken wieder. So, hat jemand Special Muni gesehen? Weil ich habe nur noch einen. Nee, bisher noch nicht. Nee. Haben mal unten die Dixies ab. Katastrophe. Er hat natürlich jetzt gesagt, ja, ein Arbeitskollege von ihm, der ist von Berlin.
dahin gezogen, wo er jetzt wohnt, wegen seiner Freundin, und die haben sich jetzt getrennt. Das ist natürlich war geil. Ja. Pff. Das kannst du ja aber auch sagen. Hier ist übrigens eine Lootbox. Ja. So, ich habe eine Chaosbombe. Hat eigentlich schon jemand mal von euch jemand eine Chaosbombe sinnvoll eingesetzt irgendwie? Ja. Wie das? Das? Ja, du zündest jetzt dann halt einfach, wenn Gegner in der Nähe sind, zündest du, oder du weißt, es kommen welche näher, dann zündest du halt einfach irgendwo anders noch eine Chaosbombe, dann werden die vielleicht auch erstmal dahin gelockt. Vielleicht auch bei einer Flucht ganz. Oh, du schmeißt die Chaosbombe doch vielleicht höchstens 20 Meter von dir weg. Ja, dann gehst du noch ein Stück weiter weg. Ja, genau. Ja, bei hier der ist auch eine Loot, hier ist auch eine Lootbox. Oh, da hinten. Mündungsfeuer gesehen. Ja, und ich suche gerade immer noch Special Money. Special Money. Keine gesehen hier an dem Laden. Katastrophe, gibt's hier keine oder was? Mann, das ist mein letzter Run. Okay. Ich muss ja morgen zum Zahnarzt. Oh, schon wieder. Ja, Nachbehandlung. Yeah. Oh, Scheiße. Muss ich mal gleich mal den scheiß Wecker stellen? Oh, ich hasse das. Das gibt's doch nicht. Wann mussten du aufstellen? Stehe ich. 8:30 Uhr auf. Jo. Da gehen wir noch zwei Runden. Uhr, ja, das passt. Na, jetzt muss ich sagen, wir haben zumindest heute ein paar mehr Kills gemacht als sonst. Ja. Ja, wir waren das letzte Mal schon gut. Aber oh, heute, wir werden immer besser irgendwie, ja? Also ich heb mal das Ding nicht auf, den Hinweis, ich geh erstmal mit zu Micha. Oder hier, ich schlag mich mal hier durchs Wasser. Ich nehme mal eine irgendwo auf. Bei der weißen, irgendwo bei der weißen Hütte da. Ja. Aber die kämpfen da irgendwie. Ja, irgendwie kämpfen die aber. Einer ist ziemlich weit nah, ziemlich nah da. Einer ist jetzt gestorben. Okay, die bei euch sind ein bisschen zu weit weg und hinter uns habe ich jetzt nichts gesehen. Oh ja, hier vorne sehe ich einen. Eine Weird Sister. Die ist hier hinter dem Erdhügel. Komm mal zu euch. Oder wäre das unklug, wenn ich jetzt zu euch komme mit dem Bounty? Hier unten ist einer. Der läuft im Wasser. Alter, zweimal knapp am Kopf vorbei, ich glaube es nicht. Ich hab Special Money. Einer da hinten. Mhm. Aber hier vorne ist auch schon wieder einer gestorben gerade. Die gerade da vorbeigerannt ist, die ist gestorben. Mhm. Und so einen Kill geklaut. Na. Also ich habe nur eine Person vor euch noch gesehen. Okay. Aber es ist ziemlich weit weg. Kann sein, dass ich die andere jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Ich war da. Ich hab auch nur noch zwei. Dann läuft doch schon wieder. Ach, du bist das, Matze. Hm? Kratzer, Alter, da rennt doch schon wieder einer bei mir durchs Wasser.
Hier drinnen im Gebäude, zwischen den beiden Gebäuden, da läuft einer. Nein! Ich hol dich. Jut. So, ich guck mal. Einer ist tot. Warte, rechts ja, ist auch rechts noch ist einer. Auch noch einer. Fuck, die pushen jetzt. Die kommen näher. Einer ist, glaube ich, auf dem Dach. Ich habe irgendwas Blechernes gehört. Also, bleib da am Gebüsch. Da. Sehr schön. Sehr schöner Schuss. Nice. Und fehlen nur noch die zwei hier vorne. Ja. Hat er wieder aufgehoben, ne? Mehr. Oh, ich glaube, du kannst mich aufheben. Da kann ich durchs Feuer gucken. Ich. Gib mal Micha Feuer. Achtung, auf dem Dach dann. Ja. Ja. Oder die kommen da hinten bei der Tür. Heb mich auf, schnell. Heb. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Spritze in den Anus. Warte mal, jetzt schmeiß ich mal da hinten eine Gasbombe hin. Mal sehen, ob es die ablenkt. Ich hol mir grad Sicht, ja. Ach, der ist auch dran. Von dem anderen hole ich mir mal die Sicht. Und die ist da oben. Ja, da oben ist einer. Red Sister. Wo oben? Ah. Da oben auf dem Dach. Mhm. Die ist gerade auf das andere Dach rübergesprungen. Ja, eine Sister. Ja. Auf Kurve. Mann, zeig dich doch mal. Ja, mir hat sie sich gerade gezeigt. Ah, jetzt sehe ich sie. Geht auf die andere Seite rüber. Hab eine. Ja, fehlt noch die auf dem Dach. Ne, das sind noch zwei. Hinten am Turm ist noch einer. Okay. Aber hier auf dem Compound, ja, auf dem Dach ist die Schwester noch. Hat einen Hit. Ist tot. Okay. Oh, vorne, hier vorne. Ja, ich sag ja, da ist auch noch einer. Ist tot. Sehr schön. Ich habe keine Sicht mehr, aber ich geil. Kann kurz die. Ich kann kurz du die Alte auf dem Dach looten. Da, hier. Hier. Überall. Ja, ich geh kurz aufs Dach. Ey, das verstehe ich nicht. Als ich auf die linke Seite vom Dach gegangen bin. Hier ist Spezialmunition. Ach nee. Doch. Echt? Verstehe ich nicht. Als ich auf dem Dach war, ich bin einmal links rüber gegangen. Ja. Dann war die rechts, dann bin ich rechts rüber gegangen, dann war die links. Ich hab die dann gar nicht mehr gesehen. Okay, hier ist keiner mehr. Die mussten an den Mangel nehmen. Geil. Danke. Ja, hat jetzt noch jemand Geier? Wenn nicht, dann loot ich. Ich brauche nicht looten, ihr könnt looten. Ich prestige nach dem Spiel, also nach der Runde. Ja, aber ich. Bin ja auch. Hier ist auch so eine. Nee, lootet mal. Betteln werde ich jetzt nicht. Nicht? Schade. Bitte lootet. Der hat mir jetzt keine Sekunde gegeben. Was? Nicht? Nö. Ist schon voll? Also, ich hab eine Sekunde jetzt. Also. Hier ist. Diese Arschlöcher. Heilung von. Hier ist eine Kasse. Hier ist auch eine. Ja, die könnt ihr jetzt aber wirklich nehmen. Die brauche ich nicht. Ich hab ja Heilung, ja. So. Oh. Alter, hab ich mich erschrocken. Mit sowas rechnest du ja nicht mehr. Mit einer Stacheldrahtbombe hier. Eine Stacheldrahtfalle. So. Ah, der andere Boss wird gerade gemacht. Ja. Mhm. Das ist ja nicht mal weit von uns, oder? Harden Parish. Hm. Wollen wir hin? Jetzt willst du aber wissen. Ey, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ich höre Mann. Jetzt brauche ich wieder ein Medikit. Alter, hier ist auch noch. Ja, hier draußen sind ein paar Medikits. Hier ist auch noch eins, Matze. Oh, jetzt renne ich nie nochmal rein. Oh, ich habe hier ein mobiles Medikit. Das ist gut. Hier ist eins. Hier ist auch noch eins. Also viel zu dem Thema, die Kasse könnt ihr nehmen, die ist ja schon genommen. Ach so? Ich hab sie nicht genommen. Ja, ich hab immer genommen. Nur einer die genommen. Auf geht's. Aber gelootet habt ihr alle. Mhm. Ja. Aber ich doch auch. Du hast 50 Sekunden, oder? Willst du mal kurz gucken, nicht, dass die vielleicht während dem Bench... Ey, hier ist auch noch Spezialmunition. Wo? Oho. Kommt's Mama. Bin ich wieder voll. Ach so, ich Idiot hätte ja auch Spezialmunition nehmen können für meine Moos, für meine... Ja, da liegt noch, ist nicht so weit weg. Mist. Wo war die? Direkt am Ausgang. Siehst du's? Weiter links, du bist völlig falsch, Matze. Ja, ja, ich nehme die ja noch mit, die ja vorne lag. Und dann gehe ich dahinter. Da bei der Hütte. Hm. Ich trolle, ich brauche auch Spezialmunition. Ah, ne, da komme ich gar nicht mehr rein. Da gehe ich hier hinten lang. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen, wenn die oben zum Ausgang gehen, treffen wir die nicht mehr. Ja. Hm. Oh, noch ein dicker. Geil. Diese Arschgeigen. Haben wir doch mehr Schiss als Vaterlandsliebe. Aber dann sind das ja die letzten, gell? Mhm. Mhm. Ey, die rennen wahrscheinlich runter. Ich renne hoch. Die rennen hoch. Ich renne hoch und dann fange ich so oben ab. Es wird gnadenlos mein Tod, aber. Warte mal, ist die nicht tot? Die müsste eigentlich brennen. Die hat mir mein halbes Leben jetzt abgezogen. So, hat's rausgeschafft. Ja, die rennen raus. Ich glaube nicht, dass wir die noch kriegen. Ach. Geht's raus. Na, rennen wir zur Hemlock raus unten. Solche feigen Ärsche, aber. Nee, die schaffen wir nicht mehr. Gehen wir bei Hemlock raus. Da hinten, Junge. Die Punkte größer als der Rest. Vor allen Dingen der mit seinen 3 Punkten. Das ist Micha. Du siehst aus, Junge. So ein kleines Mannequin und dann 3 große Punkte drüber. Ist da auch noch irgendwo ein Diggi? Oh ja, ich höre was. Ja, aber jetzt bin ich müde langsam. Ist gleich um 3. Ich schalte mich noch ein bisschen wach. Mhm. Ich muss in den Nachtdienstrhythmus kommen. Wir haben auch wieder 5 Jäger weggemacht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Mhm.